Hallo, ich lese Medikamente im Test, Stiftung Warentest 9000 Arzneimittel und geprüft und bewertet. Ich bin angekommen im Kapitel Haut-Haare bei aktinische Keratose. Und es gibt zwei Medikamente und Wirkstoffe. Der eine ist Diclofenac und der andere ist Imiquimod. In Klammern äußerlich. Und das ist das, was ich vorlese. Und dann kommt noch ein gelber Kasten äußerlich anzuwendende Arzneimittel. Den lese ich in einer gesonderten Folge vor. Also, Imiquimod in Klammern äußerlich. Imiquimod moduliert das Immunsystem so, dass verstärkt Stoffe ausgeschüttet werden, die das überschießende Wachstum von Zellen in der Haut bremsen. Geeignet bei aktinischen Keratosen im Gesicht oder auf der Kopfhaut, wenn Diclofenac-Gel oder eine Kältebehandlung nicht in Frage kommen. Als Creme angewendet, verbessert der Wirkstoff das Hautbild bei aktinischer Keratose. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass aus einer lichtbedingten Hautschädigung ein bösartiger Tumor wird. Im Vergleich zu Diclofenac zum Auftragen ist es aber weniger gut verträglich und es liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen für die Langzeitwirkung vor. Ist aber trotzdem grün. So. Wichtig zu wissen: Tragen Sie die Creme vor dem Schlafengehen auf. Länger als 4 Wochen sollte ein Behandlungszyklus nicht andauern, auch wenn die Anwendung von Aldara zwischendurch aufgrund von Hautreizungen, das Medikament heißt Aldara, auch wenn die Anwendung von Aldara zwischendurch aufgrund von Hautreizungen kurzzeitig unterbrochen werden musste. Nach Abschluss der 4 Behandlungswochen wird eine 4-wöchige Pause eingelegt. Wenn nach diesem Zeitraum noch Hautveränderungen sichtbar sind, können Sie die Behandlung um weitere 4 Wochen fortsetzen. Achten Sie darauf, dass die Creme nicht mit den Schleimhäuten an Augen, Mund und Nase in Berührung kommt. Da Imiquimod die Haut stark reizt, sollen Sie während der Behandlung starke Sonnenstrahlung meiden. Tragen Sie Imiquimod nicht auf offene oder entzündliche Hautstellen auf. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Imiquimod nur anwenden, wenn der Arzt dies ausdrücklich empfiehlt und andere Behandlungsmöglichkeiten nicht in Frage kommen. So, das war's zu diesen Medikamenten. Gleich geht's weiter mit äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln. Tschüss.